So, und da bin ich ja schon wieder. Könnten auf jeden Fall sein. Lang. Die sind halt äußerst nervig. Wie ging hier gerade der Controller nicht? Dem Kater habe ich jetzt gerade mal was zu spielen gegeben. In der Hoffnung, dass er mich dann in Ruhe lässt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist er immer noch hier in der Ecke? Ja, wir müssen da irgendwo links reingehen, glaube ich. Dann geht es hier weiter. Was tummelt ihr euch denn jetzt hier alle? Was umsonst? Irgendwas, von dem ich nichts weiß? Blut im Sonderangebot? Weiter geht's. Okay. Dies war einst die gelehrteste Stadt, in der sich die angesehensten Universitäten von Nosgord befanden. Um die schlauen Bücher konnte ich nicht trauern, doch betrübten mich die Narben, die Nemesis auf der Welt hinterlässt. Ja. Nemesis macht das hier nicht gerade besser. Ist quasi ja, auch so eine Art Krebsgeschwür. Aber ja. Es wirkt eigentlich so, als hätte man all das hier geplant. So an sich. Weil, ich meine, die Ermordung der Hüterin, also von Ariel, dann ja quasi die Armee von König Ottmar wurde ja quasi sozusagen schon geschlagen, beziehungsweise wurde er ja K.O. gemacht durch den Fluch auf seiner Tochter. Ja, tauschen möchte ich mit dem Kerl nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gibt hier nicht ein Dorf. Stadt. Da komme ich hier rein. Doch, ich komme hier rein. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Wir finden noch so eine magische Energiekugel. Salem, da musst du jetzt hier drauf springen. Ich kann jetzt nicht. Nein, ich kann jetzt nicht. Wie unselbstständig ein Tier sein kann. Salem. Dann spring hier drauf. Das ist ganz einfach.
Ja, dann nicht. Dann lass mich in Ruhe. Ganz einfach. Dann hast du auch keinen Grund zu jammern. Denn willst du nämlich nicht. Wir werden nicht mit aufnehmen aufhören, nur weil der Kleine jetzt hier Terz macht. Ich werde jetzt nämlich langsam versuchen, ihn zu ignorieren, in der Hoffnung, dass es was bringt. Ich glaube zwar nicht, aber ja. Jetzt noch. Warte. Ich koste das hier erstmal noch genüsslich aus. Die Energie, die ich noch habe. Es ist toll. Verbrennen. Kann ich hier rein? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich will da auch gleich wieder zurück. Ich will jetzt nur mal kurz. Weil er nämlich schon wieder eine Energiekugel ist. Ja. Auch das hier genüsslich aus Kosten. Denn so haben wir jetzt Leben. Und dann auch wieder Magie. Versteht ihr? Aufgefüllt. Manchmal habe ich auch schlaue Einfälle. Leider nur manchmal. Wir mussten sogar hier rum. Ja. Mussten wir sogar. War nichts. Doch. Hier war hier so ein Item. Nun geht's weiter hinauf. Einfach mal Menschen. So, und ich glaube, wir müssten jetzt da runter. Hier können wir noch nichts machen. Okay. Ah, er ist gestorben. Wir hätten es jetzt nicht gebraucht, aber so sind wir erstmal los. Ja, Salem, ja mal da hinten, ruhig weiter. Das ändert auch nichts an der Tatsache. Ich weiß auch nicht, wie man so jammern kann. Wunderbar.
die sich hier um unsere Magie gekümmert wird, das ist einfach nur schön. Ich lasse mir da einfach mal. Warte. Okay, nein. So. Weil wir uns so nämlich nicht zurückholen können. Für dieses Gebiet ist auf jeden Fall das Flammenschwert sinnvoll. Denn wir sind jetzt beim Puppenspieler, Meister, Macher angekommen. Und Puppen lassen sich ganz leicht Feuer besiegen. Wenn man sie trifft. Okay, ich will einmal noch kurz gucken. Hallo. Nichts weiter. Jetzt noch irgendwo hin. Nur wo? Das weiß ich tatsächlich selber noch nicht. Ah, hier geht's dann nochmal rund drum herum. Wenn ich es nicht vergesse, machen wir es dann danach. Und ob ich doch wenn. Und hier sind hier natürlich Gegner wieder da. Die mich bis eben ignoriert haben. Ja, komm. Bleibt mir vom Leibe. Die Sonne geht langsam auf. Hier müsste der Speicherpunkt sein. Ja. Oh, die Musik finde ich einfach so cool. Ich liebe diese Musik. Ihr seht schon, hier sind einige Türen. Wir können aber nur durch die hier. Wird also ein bisschen dauern. Hey, Victor! Hör auf, dich direkt vor mich zu stellen. Dann bin ich auch ganz lieb zu dir. Ich will hier ihn schnell tot. Ja. Jetzt geht's noch weiter geschafft, aber da sind böse Teddys. Okay. Ja, ich verstehe. Das hier sind alles seine Puppen. Die weder mich treffen, noch treffe ich sie. Die stellen sich lieber direkt vor mich. Hey,
Also die Gegner, vor allem wenn man das Schild benutzt, sind nicht stark. Es sind halt nur Puppen. Die Teddys explodieren an einem und machen, glaube ich, relativ großen Schaden. Wenn man das Schild nicht hat. Aber da man, denke ich mal, da man rumläuft, ab und an, sollte das alles möglich sein. Also da waren wir durch. Da hinten rein. Einmal hier durch. Hier von Remake, das wäre echt cool. Ich glaube, das würde ich feiern. Super. Das muss also schon hier gehen. Hat aber geklappt. Okay, jetzt muss ich tatsächlich warten. Bis wir hier mit dem Energieblitz. Achso, nee, können wir sowas schon. Okay. Ich hätte gedacht, wir müssen da ja auch noch warten. Jetzt sogar mit dem Schaden. Okay. Dann habe ich mich da sogar geirrt. Dann geht das hier sogar. Also so eine Art Entspannungsrunde hier. So. Und dennoch werden wir jetzt erst im nächsten Part weitermachen. Wir sehen uns dann gleich wieder? Nee, ich glaube erst beim nächsten Mal. Und dann werde ich auch wieder die Magieanzeige ein bisschen hoch kriegen. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr Fragen zu dem Spiel habt oder sonstiges, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, könnt ihr mich jederzeit abonnieren. Lasst doch gerne ein Like da. Und ja, wenn ihr Lust habt, mit auf den Discord-Server zu kommen oder sonstiges, die Links sind alle in der Videobeschreibung. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!